Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Landezone sichern. Ich weiß nicht mehr, wie die Fähigkeiten funktionieren. Eliminiert. Wenn Sie den Befehl starten, er ist gleich um die Ecke hinter der ersten Wand. Trikade. Ich weiß nicht, ob es sowieso so ein schnelles Klettern gibt. Der Reaper ist gewaltig. Hab auf der Erde größere gesehen. Und zwar ziemlich viele. Bei der Göttin. Nicht schießen, Verbündete! Versuchen Sie es nochmal. Die Verstärkung ist nicht eingetroffen. Scharfschütze wiederfinden. Ich erwarte Ihre Befehle, Sir. Tobastic, bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartos, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General. Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich hole Primarch Fedorian. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das verkompliziert die Sache. Verdammte Reaper. Tut mir leid. Ein großer Verlust für uns alle. Verdammte Reaper. Wie geht es jetzt weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Ja, General Corinthus? Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavan-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Husks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Ich verlasse diesen Mond erst, wenn ich weiß, wo der Primarch ist. Ich werde Ihren Turm reparieren. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Gut, dann los. Ich sehe den Kommunikationsturm. Was ist so links geil von der Hauptbarrikade, vor Palavan. Na dann vorwärts! Eingetroffen, wahrscheinlich verschollen. Wie viele Jäger müssen repariert werden? Noch niemand sich verloren. Das Rüstungsset. Jawohl, durch die Jäger so schnell wie möglich. Wir werden bestimmt uns dann auch unsere eigene Rüstung versagt, dass wir so weit dann sind. Lauf dann links, dort ist die Hauptbarrikade. Na, wir haben uns wieder Sachen geschickt. Ich weiß zwar nicht, was sie dachten, dass wir damit hier wohl angefangen sollten. Wir sollten trotzdem dankbar sein, die Energiequellen können so unfunktioniert werden, dass sie die Filtereinheit unserer Kampfausrüstung betreiben. Auch ganz schön, wenn die nicht so schnell verstopfen. Neue Beinschienen. Hier jetzt noch so ein Set. Ja. Jo. Okay, dann wird's kommen. Y ist Sturmangriff, LW ist Ziehen, RW ist Brandmunition. Ah, okay. I see. Passt bei dem Turm, haben Sie überwältigt. Ups. Ja,
shit. Mann. He's dead. Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Reparieren Sie den Turm, Liara. Liara, versuchen Sie den Turm zu reparieren. Ich gehe rauf und sehe es mir an. Wenn Sie verhindern könnten, dass mir Husks nachklettern, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Da kommt sie. Bereit, James? Auf jeden Fall. Machen wir sie fertig. Alles, was ihr könnt. Weiter, Männer. Ich meine, ich komme hier nicht hoch. Also das Ding sieht auch schlecht aus zum Verteidigen. Das war ja auch schon da. Ne, hinten warst du. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Oh ja, Baby, das Scharfschützengewehr schon sehr. Sir, ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rühren, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Palavin. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Palavin verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Ein guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Palavin-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ist orientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Großzügig auslegen? Das heißt?
Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Kann ich Ihnen vertrauen? Wird er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das warten, Joker? Wir sind hier im Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Vielleicht müssen wir schnell weg. Und mir die Sache mal ansehen? Gut. Garrus, Sie waren heute Morgen mit Victus zusammen? Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Ziel Flugfeld. Fuck. General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um das, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus? Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. Fuck yeah. Wow. Hey, sind Sie, dass der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Mir ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Will ich mir das nur ein oder sehen diese Reaper aus wie Turianer? Sie haben recht. Stimmt, davon komme ich hier nicht weit. Invasion hier. Ihr schießt auf den Falschen. Bestimmt liegt hier Stuff herum. Weiß nicht wo. Aha. Money. Ich dachte irgendwie, es hätte was Fettes abgeworfen, aber so. Ist ja auch in Ordnung. Shepard, bitte kommen. Ich höre. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir
Yeah. Haben. Was zum Teufel ist das denn? Weg von mir. God damn it, nochmal. Ich will nicht sterben. Verdammt. Die. Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ende. Garrus, bringen Sie mich zu Victors Position. Easy peasy. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Wenn. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater, eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag, 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um, machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört.
Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereitet. Hier hinten sind noch mehr! Scheiße, ich hasse diese Dinger. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ein Kampf abbrechen, das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt ihn wieder allein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit...